Vielleicht. Zieh mal so Karten, damit da andere liegen, bitte. Ja, das zeigt mir auch die ganze Zeit, warum macht da keiner? Und ich auch nicht, weil ich unten. Aber. Ach, ich zieh mal wieder. Nee, komm, komm, ich zieh eine Lok hier, damit die weg ist. Ja, dann ist Dominik dran. Ja. Entschuldigung. Ich wollte dir da. Oh, dann, ich lasse dir da jetzt ein bisschen schräg liegen, ist egal. Ja. Dann möchte ich doch gerne mal von Angora nach Erzerum bauen. Eins. Ey, wo zwei. Baut ihr dann teilweise alles? Ja, ich bin überall. Ja. Und 3 gibt mir 4 Punkte, für Blau. Dann ziehe ich, und zwar einmal Weiß. Moment. Und ich... Achso, ja. Und ja, den nehme ich auch gleich mit. Und einmal Rot. Der ist ja... Und dann ist Demeter dran. Nur Schrott. Da war eine Orange. Warte. Oh, nein! Mit. Doch. Und. Ach komm, die gelbe nehme ich auch mit. Nein! Ah! So, Dominik. Ja, ich nehme mal eine blaue. Ach. Ja, nehme ich mal eine verdeckte. So, ich baue. Kopenhagen. Oh, das sind 3, ne? Ja. Ja, Kopenhagen nach Stockholm auf der weißen Strecke. Krass. Das gibt 4 Punkte für Gelb. Ja, okay. Ich baue dann auch mal mit 2 Roten von Rostock nach Sochi. Das ist 2 Punkte für Schwarz. Zwang, nur wenn einer anfängt zu bauen, muss ich mal mitmachen. Musst du gar nicht. Und stopf da vorne noch eine Lok ran, damit ich auf jeden Fall auch von Berlin nach Warschau komme. Einfach auf die Züge hier gelegt. 7 Punkte für Rot. So. Ja, was mache ich jetzt? Außerdem nur, falls ihr wissen wollt, wie viel die anderen noch haben an Zügen, ne? Einfach über den Beutel gehen. Passt mein Beutel nicht an. Ja, ich gehe noch mit der Maus drüber. Ich nehme da mal so eine Orange, ne? Und dann nehme ich mal so eine Orange, ne? Gut, dann bin ich dran. Ich nehme mal so eine Rote. Und lass mich kurz überlegen, ich nehme noch eine Verdeckte. Mhm. Immer noch so eine blaue. Ups. Ich drehe eben um. Jo. Wenn ich schon rumbaue, kann ich auch gleich weiterbauen. Meinen 4 blauen fahre ich dann noch von Leno nach Petrograd. Ah, nächster Fun Fact. Ist wieder zu weit in da irgendeine Richtung. Ich gebe dir ja, schon das, mal 7 Punkte. Das auch, aber wir sind hier mitten im Ersten Weltkrieg und trotzdem fahren wir mit den Zügen über alle Grenzen drüber. Interessant. Denn während des Ersten Weltkriegs wurde Petrograd mal eben umbenannt. Von Petersburg. Ja. Ich nehme mal in das der Zeit so eine Lok. Das war nämlich zu deutsch, übrigens. Deswegen heißen bei uns in der Stadt auch alle Chausseen inzwischen Heerstraßen. Fertig. Gut, dann bin ich dran. Ich nehme einmal Rot. Und nehme eine Verdeckte. Ich baue dann mal einen Tunnel mit 2 Blauen von Frankfurt nach Venezia. Schau mal, was hier so der
Alles gut. Eine zusätzliche. Eine zusätzliche, bitte. Danke. Oh, da sollte ich aufpassen. Ich mache das lieber einzeln, sonst nehme ich da Züge mit. Und dafür gibt es 2 Punkte für Schwarz. Und da ist der Fjall dran. Ich ziehe mal wieder ein paar Streckenkarten, weil ich habe keine mehr. Oh. Alles schon fertig. Drei Stück muss ich ziehen, oder wie war das? Ja, und mindestens eine musst du behalten. Ja, aber du darfst frei kombinieren, ob du kurz oder lange nimmst. Ja, ich nehme jetzt, glaube ich, keine lange. Das wäre mir ein bisschen zu. Okay, und steht die Tür noch aus. Alle machen. Nein! Gott! Okay, was kriegen wir jetzt? Die kommt weg, die nimmt sonst. In der gut. Zeit nehme ich dann schon mal eine Lok. Und bin achso, fertig. Dominik, nimm eine Lok. So, dann bin ich dran. Ich baue von München nach Zürich einen Tunnel. Da habe ich schon mal 2 gelbe hingelegt. Dann gucken wir mal, was das extra kostet. Ein extra. Kostet ein extra, dann schmeiß ich den dahin. Zack. Ist München in Zürich. Das gibt 2 Punkte für Gelb. Ja. Ist dem wieder dran. Gut, ich baue von Venezia nach Roma. Habe ich jetzt akustisch nicht verstanden, aber es wird. Ach, da. Venedig, Rom. Ja. Ich schiebe dem Meter schon mal 2 Punkte nach vorne. Vielen Dank. Okay. Dann ist der Fjall dran. Eine weiße und dann nehme ich noch eine rosa, lila, was auch immer es ist. Ja. Dann baue ich doch in der Zeit mal. Und zwar möchte ich gerne von Angora nach Konstantinopel. Dafür nehme ich jetzt erstmal orange. Und dann ziehe ich Zusatzkarten. Alles gut. Ja, ich wollte nur mal eben gucken, ob wir überhaupt noch genug haben. Alles gut. Und alles gut. Gut, da bin ich dran. Ich baue von Zürich nach Marseille. 2 Punkte für Blau. Man muss auch den Zusatzkarten ziehen. Alles gut. Alles gut. Alles gut. So. Hier unten ist eine schwarze Lok. Wo ist eine schwarze Lok? Bei den Karten. Haben wir die irgendwann bei den Karten? Ja, die ist hier. Da bringen die sie. Dominik, hast du mich um 2 Felder vorgeschoben? Ich bin dran. Habe ich jetzt deswegen vergessen. Weiß ich nicht mehr. Wir zählen am Ende, haben wir ja gemerkt. Ja, wir zählen, aber ich schiebe ihn nochmal vor, weil ich glaube, ich war schon... Okay. Ja, Demeter ist dran. Ich hätte gerne die weiße. Und... Dann ist der Fjall dran. Okay, dann baue ich eine unglaublich lange Strecke von. Können wir uns vielleicht irgendwie einigen, dass wir die Karten hier ins Meer legen? Das geht nicht. Im Mittelmeer versenken. Völlig unmöglich. Ja. Dann kriegt der Fjall einen Punkt noch. Machst du das? Ja, gerne. Ja, dann bist du dran. Was liegt denn hier für ein Blödsinn? Dann muss ich aber einfach. Ich habe das da nicht hingelegt. Dann baue ich doch lieber mal von Paris nach Pamplona. Eine blaue, 2 blaue, 3 blaue, eine Lok. Ja, das sieht gut aus. Du bist blau, ne? Dann kriegst du 7 Punkte und dann bist du auf der 36. Ich habe dich schon mal vorgesetzt. Danke. Dann darfst du auch gerne. Ja, ich fange einfach schon mal an mit ziehen. Ich nehme eine Karte. Und ich ziehe noch eine Karte verdeckt. Hm. Gut. Nächste ist dran. Demeter, in dem Fall. Hm. Meine Verdeckte. Und
Dann ziehe ich eine. Na, Entschuldigung. Das war was anderes, hat keiner gesehen. Ja. Nee, das packen wir jetzt weg. Gut, dann. Ja. Da, 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 da. Nee, komm, ist das die letzte? Ja, kann sein. Ja. Aha. Hast du noch ja. Da bin ich noch was an schon ja. Gut, bin ich dran. Nein. Mach ja, nee, ich bin dran. Ich nehme doch mal so eine gelbe. Finde ich gut. Dann nehme ich so eine gelbe. Und dann bin Wieso ich hast du nicht die andere gelbe genommen? Die war schöner. Dann nehme ich einen Joker und Demeter ist dran. Okay. Ich baue mit zwei Weißen von Grinisch nach Rom. Das gibt zwei Punkte für Schwarz. Ist der Pferd dran? Ja. Oh, das könnte ich so machen. Eine verdeckte. Ah, oh. Dann nehme ich auch eine verdeckte. Nicht so gut. Dann nehme ich mal so eine gelbe. Und dann nehme ich mal eine verdeckte. Gut, ich baue. Das kann ein bisschen dauern. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, 6, 7, 8. Stockholm nach. Aber das ist ein Tunnel, du musst da ziehen. Ah, stimmt, ich muss ziehen. Ja. Da hast du nicht so wirklich gefällt, du hast ja einen roten auf der Hand. Ja. So. Entschuldigung, aber ich habe jetzt gerade versehentlich. Ich einigen, dass wir das hier unten hinwerfen, weil das ist sonst, weißt du, schmeißt du mal so um. Ja, so. Es gibt dann 21 Punkte für Gelb. Das ist 48. Wow. Ja, Glückwunsch, Bacon, zum Sieg. Nee, das heißt überhaupt nichts. Okay. Demeter ist dran. Ich möchte dann einen Bahnhof bauen. Mit zwei Karten, ja. Mit zwei Rosen. War in. Ja, zu Rom. Ja, er zu Rom. Wie auch immer. Ja, wie auch immer. Das Ding da unten. Mhm. Ich weiß, was Dominik gleich baut. Ich das dann nicht mal. So. Dann ist Ferg dran. Was baue ich denn, Becken? Du baust gleich Amsterdam Essen. So, hier brauche ich mit drei Dingensen und einem Dingens von Petrograd nach Moskau. Gibt es irgendwie Punkte? 7 Punkte für Rot. Dann nehme ich doch mal so eine grüne. Okay, Dominik überrascht mich. Dann nehme ich so eine grüne. Bin ich dran. Ich nehme eine blaue und guck mal, was kommt. Lass mich kurz überlegen. Okay, das heißt, ich könnte jetzt da und nehme ich eine grüne. Und ich baue mit vier Orangen von London nach Edinburgh. Das gibt dann 7 Punkte für Schwarz. Und dann ist der Fjalki schon wieder dran. Ich habe mal eben den Stapel wieder ein bisschen schöner sortiert. Das ist nett.
Dann baue ich doch mal mit 3 gelben. Bacon, wo baue ich? Amsterdam, Essen. Nein. Echt nicht? Hätte ich jetzt echt gedacht. Ich baue Bukarest. So eine schöne Bukarest, ja? Konstantinopel. Ah, okay, gut. Ja, Amsterdam, Essen hat aber auch so gemacht, wegen durchgängigen Strecke und so. Aber hast du, ist vielleicht ja gar nicht dein Ziel. Dann kriegst du einfach 4 Punkte, ne? Ja. Ich habe dich schon mal vorgesetzt. Das ist nett. Du bist nämlich auch auf der 40. Dann bin ich dran. Ich baue Cadiz nach Lisboa. 2 Felder. Das gibt dann 2 Punkte für Gelb. Ich müsste neu ziehen. Jo. Du musst nicht. Also du musst nicht, ne? Oder wenn du mit allen Strecken fährst, du kannst auch einfach so vor dich hinbauen. Ja, aber ich möchte neu ziehen. Dann mach das. Aber du weißt, 3 ziehen und musst mindestens eine behalten. Okay. Und sind auch nur noch unter 20 Dingens in diesem Beutelchen. Ja. Sind alle recht nah zusammen allerdings. Ja, ja, Bacon ist ein bisschen vor. Ich habe am wenigsten mit 12, ja. Darf ich erst noch dann was machen oder ist das Kartenziehen jetzt das ist ein Zug. Das ist eine Runde. Okay. Dann ist ja. Weil ich habe noch nichts zurückgelegt. Ich würde mir das gerne mal angucken. Ja, guck's dir einfach in Ruhe an. Ja. Fjalk hat gezogen. Hat man mal gut gemischt. Nein, nicht wirklich. So. Ja, was mache ich denn nun? Jetzt ziehe ich mal so eine verdeckte. Wenn ich die Strecke nicht erfüllt habe, dann bringt mir das Nachteile? Minuspunkte. Okay. Fertig. Gut, ich bin dran. Ich baue Madrid, Lissabon. Und deinen Rundkursen. Ja, damit habe ich jetzt auch die längste Strecke, weil das ist ja unendlich lang. 4 Punkte für Gelb. Demeter. Ja. Habe 2 zurückgelegt und habe jetzt noch eine. Orange. Okay. Ich weiß, das ist jetzt völlig übertrieben, aber bevor irgendwer was Dummes macht. Mach ich doch lieber was Dummes. Nee, ich kann es auch nicht da oben hin. Ja, nein. 3 Loks. Da hat aber einer Angst. Er weiß ja nicht, was ihr noch für alberne Sachen gleich macht. Deswegen muss ich hier nochmal schnell von so einem. Hättest doch einen Bahnhof bauen können. Ja, hätte ich, aber das ist ja so. Ich keine Punkte. 7 für Rot. Das hätte ein bisschen belastend. Nehme ich doch mal hier so eine Lok. Nun bin ich dran. Ich ziehe eben verdeckt. Und ich ziehe eben verdeckt. Drei Orangen von Frankfurt nach Paris. Es gibt dann 4 Punkte für Schwarz. Dann ist der Fjalk dran. Ich nehme mal die. Und dann nehme ich noch. Dann ziehe ich meine verdeckte. Verdeckte. Kacke! Gut, ich bin dran. Ich ziehe hier eine offene. Und hier eine verdeckte. Demeter ist dran. Ich ziehe eine verdeckte. Ach, ich habe mich verschaut. Ah! Ah! Das ist immer scheiße. Ah! Ah! Ich bin fertig. Ja, baue ich mal eben ganz kurz von Moskau nach Smolensk. Es gibt 2 Punkte. 2 Punkte für Rot.
Dann ist Dominik dran. Ja, da ich mir verschaut habe, dann brauche ich ja gerade nicht mehr ziehen. Dann baue ich doch lieber was anderes. Dann baue ich mal von Palermo nach Smyrna mit. Okay, da bräuchtest du 2 Loks. Ja. Und 4 weitere. 1, 2, 3, 4. Mhm. Ja. Dafür kriegst du 15 Punkte. Die schreibe ich dir schon mal gut. Danke, dann kann ich in der Zeit die. Und 50. Dinge. Gut. Und während Dominik das legt, baue ich auch mal eben. Und zwar von Danzig nach Riga mit 3 Schwarzen. Nicht im Bahnhof. So. Wo man spannenderweise keine Fähre braucht. Kannst du hier rumfahren. Ja, aber die Strecke ist ja über Meer gezeigt. Du fährst hier von Madrid nach Lissabon auch über das Meer aus irgendeinem Grund. Ja, stimmt. Ich kriege dafür 4 Punkte. Ich ziehe mich eben vor. 2. Ja. Aber wie gesagt, wir zählen ja nachher eh nochmal. Das ist ja momentan nur so. Nur so. Ich ziehe dann mal eine Lok. Dann ist Fjalk dran. Mhm. Ja, Fjalkinator. Boah. Ich nehme meine Verdeckte und dann nehme ich vielleicht Na? Ja, komm, ich noch eine Verdeckte. Dann nehme ich mal so eine gelbe und dann nehme ich mal so eine gelbe. Du hast aber zu viel Sprung. Fertig. Ja, dann bin ich dran, ne? Mhm. Dann nehme ich so eine weiße. Und so eine grüne. Und Demeter ist dran. Mhm. Immer noch eine Lok. Ich mach schon. Aus Gründen brauche ich dann noch. Kiew Smolensk? Nee. Vilno nach Kiew. Kiew. Es gibt 2 Punkte für Rot. Ja. Dann ist der Shadow Runner. Ja. Dann baue ich doch mal von Amsterdam nach Essen. Ja. Habe ich die ganze Zeit. Dafür ziehe ich dich auch wieder selbst 4 Punkte vor. Ich habe so das Gefühl, egal was ist, auch wenn er gar nicht dahin muss. Baut der Shadow immer Strecken um Essen herum. Ja. Woran könnte das liegen? Weiß ich nicht, weil du zur Spielemesse willst. Ja, auch. Dann bin ich dran. Ich ziehe einmal verdeckt. Ich hatte dich schon vorgezogen, Dominik. Das ist nett. Und ich ziehe einmal so. Das war eine gute Wahl. Dann ist die Meta dran. Ja, Verdeckte. Und noch eine Verdeckte. Da ist der Fjalkinator dran. Ich würde sagen, wir nenne ich jetzt einfach mal nur noch Fjalkinator. Das finde ich total gut. Ja, super. Ja, aber nein. Ja, dann würde ich doch mal sagen, nehme ich so eine blaue. Ja, nehme ich so eine grüne und guck mal eben, was kommt. Und nehme noch so eine verdeckte. Geil, Omat, sage ich jetzt. Nehme mal so eine orange, ne? Und dann nehme ich mal so eine weiße. Dann ist der Fjalkinator dran. Du musst den Namen jetzt etablieren. Das haben schon ganz andere probiert. Ohne Erfolg. Und der Shadow ist drin. Dann nehme ich doch mal so eine blaue. Und dann nehme ich mal so eine blaue. So, und ich sag mal eins, Jungs. Letzte Runde ist eingeläutet. Ich habe weniger als 3 Züge am Ende dieser Runde. Ich baue von Riga nach wo auch immer, einfach nur, weil ich es kann.
Ja. Längste Strecke. Da brauche ich darauf ja nicht mehr gehen, dann suche ich mir lieber was anderes raus. Ja, ich ärgere mich gerade, dass man das in der Warschau gebaut ist. Weil ich bin ja noch einmal dran. Ja. Ja, es ist mein letzter Zug dann, richtig? Ja, richtig. Ja. Okay, dann baue ich. Von München nach. Achso, ich ziehe mich außerdem auch noch 7 Felder vor, was der Dominik gerade nicht gemacht hat. Ja, weil ich so. Was ich mitmache. Und Schwarz bekommt 4 dazu. Ja, wir hatten ja gesagt, wir ziehen gleich eh nochmal neu. Ja. Okay, dann baue ich halt. Um das hier zuzumachen. Das da. Hat vielleicht auch einen schönen Kreis gebaut. Ja. Weil das sogar größer als deine. Ist, ja, ist irgendwo noch eine neutrale Strecke mit 5? Könnte sein. Eine gerade Strecke mit 5? Eine neutrale. Neutrale, achso. Ich sehe keine. Nee, ich sehe nur eine 4er. Ja. Na, hier 5 mit Tunnel. Ja, genau. Hier ja, das ist aber zu riskant. Zum Beispiel. Ja, aber noch das ist eine 6er. Fjallik, ja, wie viele Punkte bekamst du? Ich habe eine 3 aufgegeben. Also eine 4. Gut, dann hau ich halt noch so viele Karten raus wie möglich und baue einfach von Wien nach Warschau mit 1, 2, 3, 4. Ja, dann kriegst du 7 Punkte. Magst du mir die geben? Ja, habe ich dir schon gegeben, ne? So, bin ich ja dran als letzter. Ich habe noch 2 Züge. Ich habe. So, wo baue ich denn? Wo haben wir noch eine Zweierstrecke? Kann ich irgendwo an meine Strecke noch eine Zweierstrecke anbauen? Hier gibt es keine Zweierstrecken mehr direkt. Leider nicht. Ich baue einfach von Venedig nach Zagreb. Gut, wo kommst du denn auch? Oder mal? Ich baue einfach von Wien nach Zagreb. Macht eh keinen Unterschied. Dann gebe ich dir nochmal 2 Punkte. Und dann werden wir jetzt nochmal nachzählen. Ich würde sagen, wir fangen dann einfach mit dem Bacon erstmal an, mit den erfüllten Aufgaben erstmal, oder? Oder sollen wir erst. Ne, ich würde jetzt erst nochmal einen Punkt gucken, dass wir die Punkte bei allen jetzt erstmal die Punkte, die man für die gelegten Strecken okay, kriegt, machen. Okay, dann sage ich immer, du rechnest im Kopf zusammen. Einmal, ja, ich rechne mit dem Taschenrechner zusammen. Okay. Einmal 4 ja. Punkte für Madrid ja. nach Lissabon, ja. dann 2 Punkte für Lissabon nach ja. Cadiz und 4 Punkte für Cadiz ja. nach Madrid, ja. dann 2 Punkte für Madrid nach Barcelona, ja. 7 Punkte für Barcelona nach Marseille, ja. 2 Punkte Marseille-Zürich, ja. 2 Punkte Zürich-München, ja. 2 Punkte München-Frankfurt, jo. 2 Punkte Frankfurt-Essen, jo. 4 Punkte Essen-Kopenhagen. Ja. 4 nach Stockholm. Ja. 21 darüber. Dann nochmal plus ja. 7. Ja. Nochmal plus 4. Und nochmal plus 2. 69. Damit ziehe ich dich noch 2 vor. Ja. Gut, dann gut. Machen wir mal die schwarzen, nur die normalen. Ja. Taschenrechner bereit? 7. 7 ja. plus 2. Ja. Plus 2. Ja. Plus 4. Ja. Plus 7. Ja. Plus 4. Ja. Plus 2. Ja. Plus 2. Ja. Plus 2. Ja. Plus 7. Jo. Plus 2. Plus 2. Plus 4. 47. Ist richtig. Erstaunlich. Fjalk. Machen wir einmal 7. Ja. Plus 2. Jo. Plus 2. Jo. Plus 1. Jo. Plus 2. Jo. Plus 2. Jo. Plus 4. Jo. Plus 7. Jo. Plus 2. Jo. Plus 4. Jo. Plus 2. Jo. Plus 4. Jo. Plus 2. Jo. Plus 7. Jo. Plus 7. 55. Gut, dann kommt Dominik dran. Ja.
2. Ja. Plus 7. Ja. Plus 2. Plus 1. Jo. Plus 4. Jo. Plus 4. Jo. Plus 2. Jo. Plus 4. Jo. Plus 7. Jo. Plus 1. Jo. Plus 7. Jo. Plus 4. Jo. Plus 2. Jo. Plus 4. Jo. Plus 15. 66. Gut. Gut. Längste Strecke dürfte gelb bin, sein. Bin, glaube ich, ich, weil ich habe alle Steine minus 2. Und die sind alle verbunden. Das ist, ja, nee, ja, das bis, ist, also wenn du sagst Madrid, fährst du durch den Kreis, fährst du durch. Das gab 10 Punkte? 10 Punkte. Okay. Glaube ich. Hatten wir sonst immer gemacht. Hm? Also bin ich auf 79. Gut. Würde ich sagen, wir ziehen als erstes Demeter dann mal 6 Punkte ab für die Bahnhöfe. Achso, ich hätte uns einfach 6 Punkte gegeben, aber wir können Demeter auch 6 Punkte für die Bahnhöfe abziehen, ja. Das heißt, wir... 39. Nein, 47, 41. 41. Ja. Und dann darf der Becken mal seine Aufgaben umdrehen. Gut. Also, als erstes, wo ich wahrscheinlich gedacht habe, was baut denn der da für einen Scheiß? Cadiz Stockholm. Sieht man ja. Ist erfüllt. Ja, stimme ich zu. 21 Punkte. Dann hatte ich die schöne Strecke Barcelona-München. Barcelona-München. Ja, ist erfüllt. Und ich hatte noch die Strecke Frankfurt-Kopenhagen. Frankfurt-Kopenhagen. Also sind das 13 plus 21 sind 34. Plus 4, dann bin ich auf der 3. Und dann bin ich wieder bei der 30. 33 bin ich dann. Oh, da kommt gleich was runtergefallen. So. Hä? Was ist? Ich war bei 79 plus 34 sind 33. Ja, aber geht das nur bis 80 und dann hört es... Dann, also ja, dann geht es wieder von vorne los. Dann halt wieder hier. Okay. Ne? Ja. So, Aufgaben von Demeter. Steffen, alles in Ordnung? Ja, ich hab mir den falsch gedacht. Zeig uns. Meine Aufgabe? Ja. Dann habe ich einmal Paris-Wien. Von Paris über den Frankfurt nach Wien. Ja. Dann habe ich hier unten Angora. Ja. Ja. Über den Bahnhof, ja. Ja. Alles gut. Dann habe ich noch zusätzlich Rostock nach Essen. Und die lange Strecke von Edinburgh runter nach Adenau. Ja, sieht gut aus. Ja. Das sind 26, 36, 44, wenn ich mich nicht verzählt habe. Kann einer vielleicht eben einmal gegenrechnen? 36, 44, ja. Du bist auf der 41, dann bist du entsprechend bei der 5. Gut, dann kommt der Fjalkinator dran. Und also erstmal von Edinburgh nach Paris. Ja. Was glauben wir dir mal? Von Berlin nach Moskau. Ja. Von London nach Paris. Berlin. Ja. Von Brüssel nach Danzig, weil mir jemand eine Strecke verlegt hat. Völlig grundlos. Ja, Entschuldigung. Ja. Und einmal Brest-Petrograd. Ja. Über Berlin. Ja, das Berlin sind 32, 39, 46, 55 würde ich jetzt sagen. Ja, habe ich dagegen gerechnet, stimmt. 55, du bist auf der 66, das heißt, du bist auf der 71 plus 50, das heißt, das sind das plus 71, dann bist du hier plus 40, 41. Aber ich sagen, hat der Pferd vermutlich gewonnen. Es sei denn, Dominik überrascht uns jetzt mit mega vielen Strecken, aber der hat, glaube ich, nicht. Nee, ich habe leider keine nachgezogen. Ja. Ja, ich hätte vielleicht auch nachziehen sollen, aber ich habe es einfach mal gedacht, bevor ich es beim Nachziehen verkacke. Ich habe einmal Barcelona-Brüssel. Ja. Das ist hier, ne?
Dann hat das sehr gut mitgespielt mit Amsterdam nach Moment. Barcelona. Er war auf 55 und hat 55 dazu bekommen. Ja. Habe ich mich verzählt? Nee, Fjalk war auf der 65. Auf der 66 war Fjalk. Habe ich mich jetzt echt verzählt? Ist doch rot. Ach, scheiße. Ja. Stimmt. Fjalk ist auf der 55. Ich bin rot. Ja, dann das heißt, ist er auf der 60. Ne? Das heißt, auf der 30 ist er angekommen. Richtig. Okay. Ja. Fjalk, hast du da nicht gewonnen? Ja, die beiden hier, ne? Und dann habe ich noch Kopenhagen nach Erzurum. Das sind zusammen leider nur 36. Gut, du bist blau. Ja. Wie ist Fjalk für mich sonst immer blau? Bist du 72? 22. Gut, dann habe ich doch gewonnen. Dann hat sich ja doch bezahlt gemacht, einfach sich zu überlegen, scheiß drauf, du hast jetzt eh schon 4 rote, mach doch 8 draus. Ja. Ja, aber ich hatte die Wahl, ich war schon fast fertig, ich hätte neu ziehen können und hätte ich dann hier eine Strecke gekriegt, hätte ich wahrscheinlich voll verkackt. Ja, was ich zwischendurch, wo ich immer so gemeckert hatte, ich hatte gesammelt 6 Karten und wollte dann damit von Kiew nach Moskau sehen, bis ich, 8 wollte ich sammeln, bis ich samt 8, das sind ja 2 getrennte Strecken, das ist ja doof. Ich habe halt verzweifelt eine lange Strecke noch machen wollen, Ja, und mein Fehldingens hier kam daher, weil ich irgendwie darauf gekommen bin, dass ich von Edinburgh nach Rostock muss und nach China. Und deswegen obenrum lang wollte und irgendwie. Irgendwann dann gemerkt habe, das passt nicht. Ja, irgendwann habe ich dann gemerkt, so irgendwas stimmt da nicht. Also von der Strecke war es dann irgendwie egal, weil ich hätte ja sowieso 4 legen müssen und wieder hier rum oder darum und die 2 wollte ich ja sowieso dann auch bauen, aber. Ja. Also, ich hatte gerade alle Karten zusammen und dachte so, gleich geht's los und dann, ich brauche noch mal eben hier. Ja, du hast mir immer die blauen zwischendurch weggenommen und eigentlich immer die, die ich wollte. Ich brauchte nur am Anfang hier, das hatte ich aber schnell und dann hat das ewig gedauert, bis ich die blauen da hatte. Das war so nervig. Ja. Ich wollte nicht irgendwie drumherum bauen oder so. Ich bin den direkten Weg. Ich warte jetzt, bis ich die blauen kriege. Ja gut, dann bedanken wir uns aber wie immer fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt bei unserem Züge verschieben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.